da haben wir den Grund, warum das Ding so wie irre piept. Wieder Heuschrein. Da werden wir uns mal wieder von der Maske befreien. So sehen wir mal hübsch, links hübsches Gesicht. Ja, er hat ein hübsches Gesicht. Aber ist auch nicht übermäßig schön. Also er ist nicht so ein übertriebener Schönling zum Glück. Also. Sondern etwas so natürlich. Aber trotzdem bricht er die Herzen der Frauen ungewollt. Er lenkt uns ein Harem, obwohl ich nichts davon halte. Willkommen, Pilger, mein Name ist Ridai. Den Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Intakt. Gut, dann. Das ist hoffentlich ein bisschen nicht so schwer so. So, das ist hier der Takt. Jetzt kriegen wir so eine Plattform. Also Sicherheitsvorkehrung wird bei denen wohl nicht so groß geschrieben. Okay, jetzt brauchen wir Timing. Ja, ganz gut funktioniert hat. Erinnert ihr euch, wo ich sagte, ich habe so ein unsicheres Gefühl immer in seinen Händen so manchmal? Leute, das habe ich wieder. Und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Also, ich habe es ja in Super Mario Odyssey, gesagt, dass ich dann ganz komisch, manchmal so ein unsicheres Gefühl dahin glaube. Was habe ich tatsächlich wegen den Abgründen? Fuck my life. Die Abgründen machen mich nervös. Okay, hier muss das Ding schwimmen. Okay, wird's ein bisschen schwierig. Zum Glück produzieren sie immer neue. Wow. Das Ding wollte weiter. Ich will es aber mal herausfordern, oder? Okay. Wie ich an diese Kiste komme, ist ganz einfach. Nicht mit dem Magneten. Aber den Magneten brauchen wir, um diese Fässer zu kriegen. Und sie da drauf zu packen. Wir müssen nicht extra wieder auf dieser Plattform und uns unsere Höhenangst aussetzen. Ich dachte, man müsste mal die Fässer hier holen, dann so einen Turm bauen, um da rüber zu klettern. Brauchen wir nicht. Und hier haben wir den Kletterbandana. Also zumindest steht das im, ja, in dem Guide. So. Wollen wir mal sehen, wie das aussieht? Bitte. Sieht doch richtig stylisch aus. Aber wir werden lange auch der Nintendo Switch Champ nicht tragen können. Und was man der Prüfung bemeistert. Oh, als bist du der auserwählte Held. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Richtig gelangweilt, der Typ. Und spielt mit dem Ring rum. Die Bandana steht ihnen aber. Möge es, hiermit ist mein Lied erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Und ich habe mich wieder versprochen, weil ich eine Zeit übersprungen bin. Okay, tschüss, Dude. Mit dieser Vorrichtung kannst du bestimmte Objekte, die Zeit erinnern, bla bla bla. Also Steißrote. So, dann wollen wir das machen. Okay, wie kommen wir hier rüber? Tja.
Leichter als man glaubt, aber so offensichtlich. Dank unserer Eisblock, den wir immer da bei uns haben. Ist die Kamera gerade durch den Eisblock gegangen? Okay. Runter damit. Wie ist ein Wunderwerk der Technik? Kannst du. Ja, ich sollte auch vielleicht wissen, mit was mit Wunderwerk gemeint ist. Und ich habe vergessen, mich umzuziehen. Kopftechnisch. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Sayodama. Im Namen der Königin hier sollst du geprüft werden. Wegweisendes Wasser. Tja. Da bin ich auch erstmal nicht weitergekommen. Weil ich Trottel vergessen habe, dass... Dass ich eigentlich das auch im Wasserfall machen kann. Ah, okay, definitiv. Ich weiß, was mit mir los ist. Das eine gute Idee ist, ich bin doch ein bisschen... Ich glaube, ich mache lieber das von der anderen Seite, weil der Eisblock wird mich wahrscheinlich sonst runterschieben. Das können wir nicht. Jetzt weiß, was los ist. Was jetzt los ist mit mir? Warum ich manchmal so ein komisches Gefühl in den Händen habe? Ich habe Höhenangst. Okay. Keine Ahnung, wieso. Das ist aber tatsächlich so dieses Gefühl gleich irgendwie. Dieses unsichere Gefühl, dass man sich nicht richtig halten kann. Und das ist ja ein bisschen knifflig, aber nicht schwer. Wenn ich da denke, wie Turbinate das so gelöst hat, da muss ich mich. Da muss ich immer noch darüber lachen. Also. Was hat Turbinate gemacht? Moment, das würde ich. Also ich kann es euch nicht zeigen, weil. Weil das kann man nicht nachmachen. Also. Ich glaube, den muss ich entfernen, sonst. Ja, ich will noch nicht näher ran, Leute. Das ist ziemlich... Ja. Weil man hat nur begrenzt Blöcke als Einsatz. Wenn man, ich glaube... Wenn man mehr als drei macht, wird der erste zerstört. Ja, was hat der liebe Turbinado gemacht? Nun, er ist dort hinten... Da, wo ja diese nette Kugel immer so nett in die Bahn gerollt ist, hingeflogen und hat da irgendwie von da aus den Eisblock eingesetzt. Und es hat funktioniert. Der Scheiß hat funktioniert. Also wirklich. Die Lösungsvorsätze von Turbinado sind echt ungewöhnlich. Nee. Ungewöhnlich, aber auch nicht falsch, weil sonst hätte es nicht funktioniert. So, dann wollen wir einen wieder in die nächste Rente schicken, also den nächsten in die Rente schicken. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Im Namen der Gönhilia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung.
Okay. Es sammelt sich wieder. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hilde dir beistehen. Oh, endlich Rente. Nach 10.000 Jahren warten. Oh ja, Kampfstrategien.